Leute, mein Name ist Epic Stun und mit dabei ist heute Katja. Hallo! Und schau mal, Katja, die komplette Minecraft-Welt hier ist einfach rund. Das sieht wirklich richtig, richtig da lustig aus. Und unsere Challenge ist es, Katja, ja, Minecraft durchzuspielen. Oh, nicey. Dann hol ich mir jetzt erstmal ein bisschen Holz. Ich hol mir hier auch ein bisschen Holz. Dann können wir uns auf jeden Fall schon eine kleine Spitzhacke machen und ein bisschen Stein schon abbauen. Das sieht wirklich so lustig aus, Katja. Hier ist einfach alles, alles, alles so rund. Das Holz hier wird auch abgebaut. Dann crafte ich mir auf jeden Fall einen kleinen Crafting-Table. Und schau mal, Katja, bitteschön. So und so, dann können wir uns auf jeden Fall ein paar Spitzhacken machen. Guck mal, Katja, ich gebe dir noch ein bisschen Holz. Und ich baue noch ein bisschen Holz hier ab insgesamt. Und wenn du magst, kannst du schon ein bisschen Stein holen. Das sieht wirklich so lustig aus, Katja. Hier ist einfach alles, alles, alles rund und macht dir wirklich richtig doll viel im Blick insgesamt. Oh, stimmt. Okay, Moment mal. Ich gehe jetzt mal ganz kurz hier ein bisschen Steini holen. So, ich habe ein bisschen Stein. Ich mache dir eine Steinspitzhacke, okay? Oh, das ist lieb, Katja. Mit der Steinspitzhacke können wir auf jeden Fall in eine kleine Höhle reingehen und dort ein bisschen Eisen abbauen. Und mit dem Eisen können wir uns auf jeden Fall eine Eisenspitzhacke machen. Und mit der Eisenspitzhacke können wir Diamanten abbauen. Oh, stimmt. Dann geht es hier weiter insgesamt. Hallo, Katja, ich bin bei dir. Hier haben wir auf jeden Fall ein bisschen Kohle und wir brauchen unbedingt ein bisschen Eisen insgesamt. Okay, dann buddel ich mich hier auch ein bisschen weiter nach unten. Und vielleicht finden wir da unten in der Feldspalte auch ein paar Diamanten. Das wäre so cool. Okay, Moment mal, Katja. Wir haben auf jeden Fall schon 4 Eisen. Davon mache ich mir auf jeden Fall eine kleine Eisenspitzhacke. Und zack. Und dann würde ich sagen, wir suchen ein paar Diamanten, die wir mit der Eisenspitzhacke abbauen können. Und wenn wir 3 Diamanten gefunden haben, können wir uns eine Diamantspitzhacke machen. Dann können wir Obsidian abbauen und uns ein Netherportal bauen. Das wird so nice. Okay, okay. Dann würde ich sagen, ich buddel mich hier auf jeden Fall ein bisschen nach unten. So und so. Bitte ein paar Diamanten insgesamt. Und schau mal, Katja. Wir sind hier in einer wirklich riesen, riesen, doll großen Höhle drin. Oh, was ist denn da los? Okay, hier vorne geht's weiter. Oh, hier ist auf jeden Fall noch ein bisschen Eisen. Das kann ich aufsammeln. Hier liegt auch noch ein bisschen Eisen. So, bitte aufsammeln insgesamt. Und flupp. Oh, sehr nice. Und Moment mal, Katja. Vielleicht finden wir hier in der großen Höhle ein paar Diamanten. Das wäre sehr gut. Okay, wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Eisen abbauen, weil mit dem Eisen können wir uns auf jeden Fall richtig, richtig doll gute Rüstung machen und ein richtig gutes Schwertchen insgesamt. Okay, da ist Lazuli nämlich auch ein bisschen mit. Da unten ist auf jeden Fall Lava insgesamt und das sieht hier wirklich richtig doll lustig aus, Katja. Die komplette Höhle, ist einfach rund insgesamt. Hier vorne ist auf jeden Fall noch ein bisschen Redstone und da sind Diamanten, da sind Diamanten! Oh, sehr gut. Zack und zack, die kann ich auf jeden Fall alle abbauen. Oh, wie cool ist das denn? Katja, Moment mal. Ich habe jetzt insgesamt 5 Diamanten. Das bedeutet, wir können uns eine Diamantspitzhacke craften. Okay, Moment mal, Katja. Ich baue hier auf jeden Fall auch ein bisschen Eisen ab. So und so. Das können wir alles braten. Und wir könnten uns auch mit dem Eisen einen kleinen Eimer craften und dann ein bisschen Wasser über einen Lavasee schütten, um Obsidian abzubauen. Oh, wir haben so doll viel Eisen insgesamt. Moment mal, Katja. Ich komme zu dir. Ja. Okay, hier haben wir auf jeden Fall ein bisschen Wasser. So und so. Dann crafte ich hier auf jeden Fall einen kleinen Ofen insgesamt. Dann können wir das Eisen braten. Dann kommt hier das Eisen rein mit ein bisschen Kohle. Oh, sehr nice. Und zack, ich habe 3 Eisen insgesamt. Die kann ich zu einem kleinen Eimer craften. Und da kann ich hier das Wasser mir holen. Und da können wir das Wasser über einen Lavasee schütten. Und dann dort das ganze Obsidian abbauen. Okay, Moment mal, Katja. Dann crafte ich mir auf jeden Fall eine Diamantspitzhacke. So und so. Und für dich crafte ich ein kleines Diamantschwertchen. Und schau bei Katja. Bitteschön. Danke, danke, danke. Sehr gut. Okay, okay. Dann würde ich sagen, wir warten, bis das ganze Eisen gebraten ist. Wir haben jetzt insgesamt 46 Eisen. Schau mal, Katja, ich gebe dir die Hälfte, bitteschön. Dann können wir uns auf jeden Fall richtig gute Rüstung daraus machen. Und ich mache mir noch ein kleines Eisenschwertchen. So und so, ein Helm insgesamt und noch ein Oberteil. Katja, hast du noch ein Eisen für mich? Ein einziges habe ich sogar noch. Ja. Bitteschön. Danke dir und zack, dann kann ich das hier auch craften. So und so und wir sind wirklich tipptopp doll gut ausgerüstet. Und warte mal, Katja, jetzt können wir zum Lavasee hingehen und dort das Obsidian abbauen. Oh, hier ist richtig doll viel Lava. Okay, das Wasser kann ich auf jeden Fall hier platzieren. Das fließt jetzt hier über die Lava insgesamt. Und jetzt können wir hier wirklich richtig, richtig doll viel Obsidian abbauen. Okay, wir brauchen insgesamt 10 Obsidian für ein Nether-Portal. Das wird sehr nice. Und im Nether können wir wirklich richtig, richtig doll viele Blazes wegschnetzeln und mit den Blaze-Rods und Ender-Perlen Ender-Augen craften, um das End zu finden. Das wird richtig, richtig doll nice. Und schau mal, Katja, 10 Obsidian habe ich abgebaut und wir können hier das Nether-Portal bauen. Oh, das ist sehr gut. Okay, dann wird das ganz genau so gebaut. Da geht es hier nach oben, flupp und flupp und noch einmal nach
oben und zack, da kommt hier oben ein Block hin und hier auch und du kannst das Portal entzünden und ab ins Nether insgesamt. Und schau mal, Katja, Moment mal, das Nether sieht wirklich richtig doll rund aus. Was ist da denn los? Wie cool. Okay, okay, wir müssen jetzt auf jeden Fall eine Nether-Festung finden und dort die ganzen Blazes wegschnetzeln. Und warte mal, Katja, das ganze Nether sieht wirklich richtig, richtig doll lustig aus. Hier ist einfach alles rund. Oh, wie cool. Und schau mal, Katja, wir haben eine Nether-Festung gefunden. Okay, okay. Das bedeutet, wir müssen hier einen kleinen Blaze-Spawner finden. Okay, hier geht es auf jeden Fall schon mal nicht weiter. Und das sieht so lustig aus. Hier ist einfach alles rund. Ach, Mann. Okay. Hier vorne, Katja. Hier sind ganz viele Blazes. Hier sind ganz viele Blazes. Wo bist du? Du bist einfach abgeflogen irgendwo. Hallo? Ah. Oh, was ist denn hier los? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, wir müssen hier auf jeden Fall die Blazes wegschnetzeln für Blaze Rods. Und ich habe schon einen Blaze Rod, Katja. Ich brenne, Hilfe! Oh, sehr gut, Katja. Moment mal. Ein Blaze Rod habe ich schon. Das kann man auf jeden Fall umcraften zu Blaze Powder. Okay, okay. Dann würde ich sagen, wir schnetzeln hier noch ein paar Blazes weg. Da ist noch ein Blaze, Katja. Der wird weggeschnetzelt. Zack und zack. Und ein weiterer Blaze Rod. Sehr nice. Da sind noch mehr Blazes. Oh, oh, so und so. Die werden weggeschnetzelt. Oh, sehr nice. Und Moment mal, Katja. Oh, du hast noch ein Blaze Rod, den kann ich noch umcraften. Okay, wir haben jetzt insgesamt 24 Blaze Powder. Das ist richtig, richtig doll viel. Dann würde ich sagen, Katja, wir gehen wieder zurück, Barsch, und schnetzeln ein paar Endermänner weg und können uns dann Ender-Augen craften und das Endportal suchen. Oh, ja. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall 14 Enderperlen und 24 Blaze Powder. Daraus kann ich 14 Ender-Augen craften. Und Moment mal, Katja, es geht ganz genau in die Richtung hier entlang, ab zum Endportal. Und dann können wir den richtig doll miesen Fiesen Ender-Dragon wegschnetzeln. Oh, wie cool. Und hier sieht alles wirklich richtig, richtig doll lustig aus. Ich habe zwei Diamanten für dich. Und du hast zwei Diamanten in der Kiste gefunden. Oh, das ist nice, Katja. Und warte mal. Hier vorne ist auch eine kleine Kiste. Hier ist sogar noch ein bisschen Gold. Und Enderperle. Hier ist noch eine kleine Tür. Und hier ist das Endportal. Hier ist das Endportal. Warte, warte, warte. Ich mach dir ein Dia-Schwert und ich mach uns Bögen noch, okay? Oh ja, das ist eine sehr gute Idee. Ich habe hier den Spawner auf jeden Fall abgebaut. Dann lege ich hier auf jeden Fall die ganzen Enderaugen schon mal rein. Zack, 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 zack. Und das Portal wurde tipptopp aktiviert. Bitte schön. Dankeschön, Katja. Du hast mir ein Diamantschwert gemacht und auch einen kleinen Bogen. Oh, sehr gut. Okay, wir sind jetzt wirklich tipptopp noch gut ausgerüstet. Ich habe auch einen kleinen Wassereimer. Und du hast sogar noch ein paar Enderperlen. Oh, das ist sehr nice. Und Moment mal, Katja. Ab ins End. Bye, bye. Und Moment mal, Katja. Hier ist auch alles rund. Das sieht ja wirklich so, so lustig aus. Okay, okay. Wir müssen jetzt hier auf jeden Fall die Ender-Crystals wegschnetzeln. Da vorne ist ein kleiner Ender-Crystal. Den kann ich wegschnetzeln. Und es ist richtig, richtig doll knifflig, hier was zu sehen, weil hier einfach alles rund ist. Okay, Moment mal, Katja. Wir haben hier auf jeden Fall alle Crystals weggeschnetzelt und ich sehe dich da unten. Hallo, das sieht so doch lustig aus. Das ganze End ist hier einfach rund und da ist der Ender Dragon. Hallo, kleiner Ender Dragon, du wirst weggeschnetzelt. Oh, tipptopp. Okay, warte mal, Katja. Ich komme auf jeden Fall zu dir nach unten. So, bitte ab nach unten insgesamt. Oh, sehr nice. Hier ist ein bisschen Drachenatem. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, dann geht's hier entlang. So und so. Das sieht so doch lustig aus, dass hier einfach alles so rund ist. Okay, hier ist auf jeden Fall das Endportal und da oben ist der Ender Dragon. Bitte runterkommen insgesamt. Und zack, wir machen richtig viel Damage. Hilfe, wo fliege ich denn hin? Nein, 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 nein. Und ja, ich bin im Wasser gelandet. Oh, sehr gut. Moment mal, so und so. Der Ender Dragon kriegt ja noch ein bisschen mehr Damage insgesamt. Zack und zack. Ich fliege wieder nach oben. Was ist denn hier los? Wir haben den Ender Dragon schon zur Hälfte weggeschnetzelt, Katja. Oh, sehr gut insgesamt. Oh, oh, jetzt müsst ihr nur noch einmal runterkommen oder wir treffen ihn ein paar Mal in der Luft. Ah, er kommt runter, er kommt runter. Oh, ja, ja, ja. Wir müssen wegschnetzeln. Oh, oh. Der macht richtig viel Damage insgesamt und hier ist überall Drachenatem. Hier, ich hab das. Katja, ich helfe dir, ich helfe dir. Nein, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Wir haben ihn fast weggeschnetzelt. Richtig, richtig doll knapp. Und warte mal, Katja, hast du noch ein paar Pfeile? Zwei Stück, du kannst die aber gerne haben. Das lieb, danke schön. Wir müssen im Endertrack noch richtig doll wenig Damage machen. Okay, einmal habe ich ihn getroffen und... Oh, zweimal habe ich ihn nicht getroffen. Der Endertrack landet wieder, Katja. Oh, oh, wir können wegschnetzeln, wir können wegschnetzeln. Alle Endermänner sind so böse. Oh, was denn hier los? Moment mal, so und so. Und bitte wegschnetzeln. Oh, ich fliege wieder nach oben, ich fliege wieder nach oben. Ich schaff das nicht. Du, oh, was denn hier los? So und so. Moment mal. Hallo, Ender Dragon. Oh, der macht richtig viel Damage. Der macht richtig viel Damage. Okay, ich esse noch ein bisschen was. Und bitte wegschnetzeln, bitte wegschnetzeln. Oh, sehr nice, Katja. Wir haben ihn weggeschnetzelt. Und es gibt richtig viele Level hier insgesamt. Zack, zack, zack. Bitte alles aufsammeln. Das hat richtig, richtig doll gut geklappt.
nichts. Oh, wie cool, Epic. Wir haben einfach Minecraft durchgespielt, obwohl alles kugelrund ist. Das stimmt, Kater. Das war wirklich richtig, richtig doll schwierig. Ah, oh, wie cool. Das hat so doll viel Spaß gemacht. Wir sind tipptopp doll gut ausgerüstet und haben hier am End ne, den Ender Dragon weggeschnetzelt. Oh, sehr nice. Oh, sehr gut. So, Leute. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Kater vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.